Hallo, willkommen zurück. Mein Name ist Marius Ebert und in diesem kleinen Video geht es um die Planung einer Werbekampagne. Aber zunächst mal wollen wir das strukturell einordnen. Wenn Sie meine anderen diesbezüglichen Videos kennen, wissen Sie, dass ich mit dieser Dreiecksstruktur arbeite, wo an der Spitze unten der Grundgedanke steht. Wir sind also jetzt schon ziemlich weit oben in diesem Dreieck. Hier sind wir auf der Ebene der Marketinginstrumente: Product, Price, Place, Promotion oder auf Deutsch Produktpolitik, Preispolitik, Distributionspolitik und Kommunikationspolitik. Und im Rahmen der Kommunikationspolitik haben wir Strukturzahl 5, 4, 5 Unterpunkte. Strukturzahl 5, hier übrigens auch bei der Place, Distribution, Strukturzahl 5, hier auch Strukturzahl 5, hier Strukturzahl 5. Schauen Sie in die anderen Videos. Wir haben das Product Placement, wir haben die klassische Werbung. Wir haben die Verkaufsförderung, wir haben PR, die Öffentlichkeitsarbeit und wir haben den persönlichen Verkauf. Und wir sind jetzt hier bei der Werbung. Und eine klassische Werbekampagne plant man in 5 Schritten, von denen ich zunächst mal 4 hier anmale. Der erste Schritt sind Ziele plus Zielgruppe. Ziele plus Zielgruppe. Der zweite Schritt ist die Budgetierung. Der dritte Schritt ist die Werbebotschaft, B, die Botschaft. Der vierte Schritt ist die Budgetverteilung. Budgetierung, Botschaft, Budgetverteilung. Und der fünfte Schritt ist das Controlling. Eigentlich müsste das jetzt hier chronologisch hier folgen, aber heute moderne Unternehmen machen ein permanentes Steuern, ein permanentes Controlling, begleitend von Anfang an. Noch einmal, erster Schritt Ziele und Zielgruppe, zweiter Schritt Budgetierung. Übrigens, die ganz modernen Unternehmen budgetieren nicht mehr. Wissen Sie warum? Weil Budgets immer Eingrenzungen sind. Ja, man hat eine gute Idee, sofort sagt jemand, hast du mal auf unser Budget geschaut und sofort ist die Idee tot. Deswegen moderne Unternehmen budgetieren nicht mehr. Ziele und Zielgruppe, Budgetierung, Botschaft und Budgetverteilung. Ja, das sind die 4 Schritte und der fünfte Schritt, aber eigentlich permanent begleitend, ist das Controlling. Das war's schon wieder. Schauen Sie unbedingt unter spaßlerndenk-shop.de. Dort finden Sie Medien, die das Lernen verkürzen können, nach meiner Einschätzung, auf ein Drittel nicht um, sondern auf ein Drittel der Zeit. Schauen Sie unbedingt rein. Mein Name ist Marius Eber. Dankeschön. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.